Heute für euch 20 Dinge, die jeder über Harry Potter falsch versteht. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir auf gängige Missverständnisse rund um die Welt der Zauberer einen Blick werfen und Aspekte des magischen Universums enthüllen, die selbst passionierte Fans gelegentlich missverstehen. Ohne weitere Umschweife legen wir direkt los mit der Nummer 1. Hogwarts ist die einzige Schule für Hexerei und Zauberei. Hogwarts ist zwar besonders bekannt und nimmt einen bedeutenden Platz in der magischen Gemeinschaft ein, aber es ist nicht die alleinige Schule für Magie. Weltweit existieren viele andere Zauberschulen, jede mit ihren eigenen Traditionen, Methoden und kulturellen Besonderheiten. Zu den bekanntesten Einrichtungen gehören unter anderem Durmstrang, Uagadu, Beauxbatons, Castello Bruxo, Koldustvorets und viele andere. Die Hogwarts-Briefe kommen immer am 11. Geburtstag. Der Erhalt des Hogwarts-Briefes mag wie ein magisches Ereignis erscheinen, das perfekt mit dem 11. Geburtstag eines Schülers synchronisiert ist, was sicherlich zu einer unvergesslichen Feier beiträgt. Dennoch, gemäß den Fakten, versendet Hogwarts jedes Jahr zu einem festgelegten Zeitpunkt Briefe an alle zukünftigen Schüler, unabhängig von ihrem genauen Geburtsdatum. Dieses bedeutende Ereignis erfolgt in der Regel einige Wochen vor dem Start des neuen Schulsemesters. Dies gibt sowohl den angehenden Zauberern als auch den talentierten Muggelgeborenen ausreichend Zeit, sich angemessen auf ihre magische Bildung vorzubereiten. Also es ist nur ein Mythos, dass es immer am 11. Geburtstag kommt. Voldemort Seelenspaltung. Voldemorts Seele wurde tatsächlich in 7 Teile gespalten und nicht in 8. Ursprünglich schuf er 6 Horcruxe, in denen er Teile seiner Seele in verschiedene Objekte übertrug. Jedoch wurde Harry Potter unfreiwillig zu einem weiteren Horcrux und ein Fragment von Voldemorts Seele verblieb in seinem Körper. Daher ergibt sich die Gesamtzahl von 7 Seelenspaltungen. Es ist wichtig zu unterscheiden zwischen der Anzahl der Spaltungen und der Gesamtanzahl der Seelenfragmente, da dies oft verwechselt wird. Nur gute Zauberer können einen Patronus erschaffen. Es ist zwar ungewöhnlich, aber nicht völlig ausgeschlossen, dass auch dunklere Zauberer einen Patronus beschwören können. Obwohl die Fähigkeit, einen Patronus zu erzeugen, häufig mit moralisch guten Individuen in Verbindung gebracht wird, schließt dies nicht zwangsläufig diejenigen aus, die eher düstere Neigungen haben. Ein markantes Beispiel ist Dolores Umbridge, die in der Lage war, einen Patronus in Form einer Katze zu erzeugen. Dies zeigt, dass selbst Personen mit weniger lobenswerten Absichten in bestimmten Situationen von positiver Magie Gebrauch machen können. Es betont zudem die Bedeutung von Entschlossenheit und Willenskraft beim Einsatz magischer Fähigkeiten. Das Symbol von Ravenclaw ist tatsächlich ein Adler. Obwohl es auf den ersten Blick naheliegend erscheinen mag, dass das Haus von Rowena Ravenclaw basierend auf dem Namen ein Rabensymbol führen würde, repräsentiert das tatsächliche Emblem dieses angesehenen Hauses den majestätischen Adler. Dieser Vogel steht symbolisch für scharfe Intelligenz und einen durchdringenden Blick, was die Werte von Ravenclaw wie Witz, Weisheit und das Streben nach Wissen perfekt unterstreicht. Die Farben von Ravenclaw. Während die beliebten Harry Potter Filme eine beeindruckende Darstellung von J.K. Rowlings magischem Universum bieten, führten bestimmte kreative Entscheidungen zu einer Abweichung von der Buchvorlage. Eine solche Divergenz betrifft die Farbgestaltung des Hauses Ravenclaw. Statt der in den Büchern beschriebenen Kombination aus Bronze und Blau entschieden sich die Filmemacher für ein Silber- und Blautonschema. Dies mag visuell ansprechend sein, spiegelt jedoch nicht vollständig die authentischen Werte und Nuancen von Ravenclaw wider. Nicht alle Slytherins sind böse. Das Haus Slytherin wird oft falsch verstanden und teilweise aufgrund der Taten einiger dunkler Zauberer, die diesem Haus angehörten. Es ist wichtig, sich an die klugen Worte von Albus Dumbledore zu erinnern, der betonte, dass unsere Entscheidungen uns formen, nicht unsere Fähigkeiten oder unsere Herkunft. Figuren wie Severus Snape und Regulus Black aus Slytherin verdeutlichen, dass das Haus mehr Vielschichtigkeit und moralische Nuancen bietet, als es eine simplifizierte Bezeichnung als böse vermuten lässt. Ein Phönix ist nicht ausschließlich den Dumbledores vorbehalten. Während Fox, der königliche und loyale Phönix, zweifellos eine besondere Bindung zu Albus Dumbledore hat, ist die Annahme, dass Phönixe nur mit dieser Familie in Verbindung stehen, nicht ganz korrekt. In der umfangreichen Welt der Zauberer können diese magischen Kreaturen starke Bindungen zu verschiedenen Personen knüpfen, die ihre eindrucksvollen und mächtigen Qualitäten respektieren und schätzen. Phönixe sind zwar selten, aber nicht auf eine spezielle Ausrichtung beschränkt. Zum Beispiel ist die magische Tierhandlung in der Winkelgasse dafür bekannt, gelegentlich solche prachtvollen feurigen Vögel zu beherbergen. Unsichtbarkeitsumhänge sind nicht nur einzigartig für Harry.
Während Harrys Unsichtbarkeitsumhang einer der drei legendären Heiligtümer des Todes zweifellos besonders ist, existieren in der Zaubererwelt auch andere Unsichtbarkeitsumhänge. Allerdings verfügen diese nicht über die gleichen seltenen Eigenschaften oder die bemerkenswerte Geschichte wie Harrys Umhang. Durmstrang und Beauxbatons sind gleichgeschlechtliche Schulen. In den Filmen werden Durmstrang und Beauxbatons als Eingeschlechterschulen dargestellt, Durmstrang mit nur Jungs und Beauxbatons mit nur Mädchen. Jedoch wird in den Büchern klar, dass beide Schulen ein breites Spektrum an magischen Talenten aufnehmen, unabhängig vom Geschlecht der Schüler. Diese Fehlinterpretation entsteht durch die visuellen Einschränkungen und die Entscheidungen der Filmemacher. Der Vielsafttrank verändert nicht nur das Aussehen. In den Harry Potter Filmen wird oft der Eindruck erweckt, dass bei Verwendung des Vielsafttrankes die Stimme unverändert bleibt, mit der bemerkenswerten Ausnahme von Barty Crouch Jr. natürlich. Im Kontrast dazu betont J.K. Rowlings ursprüngliche Literatur klar, dass jemand, der den Vielsafttrank einnimmt, nicht nur das Aussehen, sondern auch die Stimme der imitierten Person annimmt, was eine vollständigere und überzeugendere Verwandlung ermöglicht. Die Schule Hogwarts ist in England angesiedelt. Hogwarts, das imposante Schloss der Zauberei, von dem viele träumen, wird häufig fälschlicherweise mit England assoziiert. Tatsächlich liegt diese renommierte Zauberschule in den eindrucksvollen schottischen Highlands, einem Ort, der die Geheimhaltung und erhabene Atmosphäre widerspiegelt, die dem Schloss und seiner Geschichte entsprechen. Zeitumkehrer können die Vergangenheit verändern. Zeitumkehrer in der magischen Welt von Harry Potter funktionieren anders, als man vielleicht denken würde. Sie operieren nach dem Prinzip der Selbstkonsistenz, das besagt, dass jede Veränderung in der Vergangenheit bereits Teile der bestehenden Geschichte ist. Dies wird besonders deutlich im Finale von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, in dem Harry sein jüngeres Selbst mit Hilfe eines Patronus vor den Dementoren schützt, ohne zu wissen, dass er diese Rettung bereits vollzogen hat. Avada Kedavra kann nicht geblockt werden. Der dunkle Fluch Avada Kedavra, der als einer der dunkelsten und gefürchtetsten Zauber gilt, steht für seine Unmöglichkeit, geblockt zu werden. Dennoch dürfen wir nicht die beeindruckende Schutzkraft der Liebe übersehen, die Harry vor diesem verheerenden Fluch schützte. Als die transformative Kraft der Liebe, die tiefer geht als einfache Zaubersprüche, mit dem opferreichen Einsatz von Lily Potter zusammenwirkte, vermochte selbst der mächtigste dunkle Zauber Avada Kedavra nicht zu siegen. Außerdem kann man ihn auch blocken, indem man Gegenstände vor den Zauber wirft. Keiner kann in Hogwarts apparieren. In Hogwarts ist es in der Regel nicht möglich, mittels Apparieren oder Verschwinden zu agieren, da das Schloss durch starke Schutzzauber abgeschirmt ist. Es gab jedoch Ausnahmesituationen. Aufgrund von Albus Dumbledores herausragenden magischen Fähigkeiten konnte er zeitweise diese Schutzmaßnahmen überwinden. So gelang es ihm und Harry während ihrer Mission, einen Horcrux in einer Höhle am Meer zu suchen, zu apparieren. Muggel und Zauberer sind nicht vollständig voneinander getrennt. Obwohl das internationale Statut der Zauberer Geheimhaltung anstrebt und eine klare Abgrenzung zwischen der Zauberer- und Muggelwelt fördert, wäre es übertrieben zu sagen, dass sie komplett isoliert sind. Tatsächlich setzen muggelstämmige Zauberer die magischen Traditionen fort und selbst Muggelbehörden wie zum Beispiel der britische Premierminister sind über die Existenz der Magie informiert. Daher existieren und überschneiden sich diese beiden Welten gelegentlich, während sie jeweils ihre eigene Identität beibehalten. Die meisten Zauberer können ohne einen Besen fliegen. Die Annahme, dass die Mehrheit der Zauberer ohne Hilfsmittel fliegen kann, ist falsch. Tatsächlich beherrschen nur wenige, wie beispielsweise Voldemort und Severus Snape, diese besondere Fähigkeit. Für die überwiegende Mehrheit der Hexen und Zauberer bleibt der Besen das bevorzugte Mittel, um durch die Luft zu reisen. Prophezeiungen sind nicht immer zwingend von Bedeutung. Obwohl die Prophezeiung über den Jungen, der überlebte, einen maßgeblichen Einfluss auf die Handlung der Harry Potter-Saga hatte, ist es essentiell zu erkennen, dass nicht alle Prophezeiungen zwangsläufig eintreffen. Wie Albus Dumbledore treffend bemerkte, sind Prophezeiungen oft komplexer, als sie auf den ersten Blick erscheinen. Daher wäre es unklug, sie als absoluten und unveränderlichen Lauf des Schicksals zu betrachten. Selbst sein Geheimniswahrer zu sein. Der Fidelius-Zauber ist eine starke magische Technik, die ein Geheimnis in der Seele eines speziellen Geheimniswahrers verankert, wodurch nur dieser es preisgeben kann. Einige Fans haben argumentiert, dass es nicht möglich sei, dass die Person, die das Geheimnis bewahrt, auch gleichzeitig derjenige ist, der es beschützt. Dennoch deutet der offizielle Kanon auf etwas anderes hin. Als Beispiel dient die Tatsache, dass Bill Weasley als Geheimniswahrer für Shell Cottage fungiert, während Arthur Weasley dasselbe für das Versteck der Familie Weasley tut. Wenn wir annehmen, dass diese Orte ihre Wohnsitze sind, zeigt dies, dass jemand, der in dem zu schützenden Haus lebt, durchaus als Geheimniswahrer dienen kann.
Einige Unklarheiten können jedoch in Situationen auftreten, in denen der Fidelius-Zauber dazu gedacht ist, nicht nur die Bewohner, sondern auch das physische Gebäude selbst zu schützen. Im Fall der Potters hätte dies möglicherweise nicht funktioniert, da der Zauber mehr auf die Familie als auf das Haus selbst ausgerichtet sein müsste. James Potter war beim Quidditch Jäger und nicht Sucher. James Potter spielte im Quidditch-Team von Hogwarts als Jäger und nicht als Sucher, wie viele Fans angenommen haben. Obwohl es in Filmen und Büchern Hinweise gab, die auf eine andere Rolle hindeuteten, hat J.K. Rowling klargestellt, dass James Potter definitiv als Jäger agierte. Dies könnte für manche Fans überraschend sein, aber letztendlich liegt es in der Hand der Autorin, die endgültige Entscheidung über ihre Charaktere zu treffen. Und das war's mit diesem Video. Falls dir etwas aufgefallen ist, was ich vergessen haben könnte, schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like da und abonniere den Kanal für mehr Videos solcher Art. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.